Ja, aber wenn ich sie vollständig gehabt hätte. Ach so, ja. Und der Kopf noch nicht durchlässig gewesen wäre. Ja, ja. Wenn du ihn noch nicht angebohrt hättest. Oh, Kakerlaken, das ist immer nie ein gutes Zeichen. Hallo, was steht denn jetzt? Drück mal Tab schnell. Was steht jetzt beim Kopf? Okay, das ist das Schlimmste. Ja, aber ich stehe doch im Licht. Und da ist auch ein rotes Zwischen Leichen. Licht auf Leichen. Da ist auch ein rotes Licht am Gehirn, hast du gesehen? Hm? Da ist ein rotes Licht runter unter dem Gehirn. Okay. Ja. War da rotes Licht unter dem Hirn? Ja gut, du stehst immer noch in einem Raum mit Leichen. Ne? Also, das macht es nicht besser. Nein, willkommen. Die verbringen gerade übrigens wieder lange. Ich weiß. Ich kenne das schon von dir. Das ist nichts. Weißt du, ich renne da rum und der Typ ist am Durchdrehen ohne Ende. Langsam ist er weg. Und ja, ist leicht, du kannst das Licht jetzt wieder ausmachen. Du kannst das Licht jetzt wieder ausmachen. Nein, dann ist wieder öde. Drück halt. Lina, du kannst das Licht ausmachen. Danke. Das geht auch im Dunkeln. Ich kann das schließlich auch. Stopp, andere Frage, muss ich denn jetzt hin? Links. Du könntest wieder aufrecht gehen. Du kannst das Licht wieder anmachen, das willst du noch vollkommen holen. Oder wir benutzen eine Zunderbüchse und machen etwas an der Wand an. Und sparen Dennis sein Öl. Aber nein, niemals. Heute. Nein, da fährt er dann Zunderbüchse. Er rennt aber nach links. Ich muss immer an der Wand hin rennen. Ich kenn kein mobiles Licht. Dem geht es nicht besser. Ja, ist egal. Dem wird es auch nicht besser gehen, bis wir das nächste Rätsel nicht gelöst haben. Links? Links, ja. Was für ein Rätsel. Keine Ahnung, es geht ihm immer besser, wenn man ein Rätsel löst. Wir können einfach ins Abflussrohr gehen. Friedlich ihn das. Ja. Wir sollten uns wieder von dem Albtraum entfernen, dann ging es ihm bisher immer besser. Du meinst, wenn jetzt die Szene gehen? Wir müssen da lang weitergehen. Ja, das ist auch richtig. Weil es nicht so schlau da rauszugehen, glaube ich. Aber ihm geht doch gerade der Arsch. Wir sollten kurz raus und wieder rein. Was? Wieso müssen wir da lang weiter? Dann haben wir nur die Spritze gefunden. Hier ist nichts mehr. War da nichts mehr? Achso. Achso. Das ist nur aufs letzte Rohr. Dann kann er jetzt wenigstens. Was haben wir uns gerade gegeben? Ja, gegen irgendwas, was wahrscheinlich da im Keller ist. Geht's ihm immer noch ziemlich beschissen. Ja, das wird doch gleich wieder. Nee, es wird Licht nicht so schnell so viel besser. Aber der Albtraum ist jetzt aktuell nicht mehr direkt bei uns. Das hilft auch immer. So, wo müssen wir jetzt hin? Aber da nicht. Es fehlt immer noch das Rohr, aber du kannst in der Leichenhalle ruhig nochmal gucken, ob da vielleicht noch irgendwo was ist. Ja, ich will da aber ungern gucken. Jetzt mal im Ernst, wie wärt ihr drauf, wenn ihr in der Leichenhalle gerade gesessen habt? Also mal ganz ehrlich. Wir müssen auch das Haus abschließen. Seitdem wird es so schnell nicht mehr besser gehen. Ja, das ist auch richtig. Sobald wir das Rohr gemacht haben. Wenn wir das Rohr gefunden haben, befriedigt ihn das. Ja. Dann legt er sich nicht mit dem Rohr befriedigt. Macht da ein bisschen Glycerin rein. Das Rohr da gerade. Was tust du? Zeitschinden. Du googelst nicht, während du dran bist. Oh. Ich sag's mal so, das nennt man mal das Zeitschinden. Zeitstrafe ist nicht, Lina muss trinken. Oh, das wollte ich. Du sollst dir nicht die Beine brechen. Und, was hat er? Ja, wir haben ja genug davon. Er ist jetzt geistig durchgebracht. Das ist gut. Oh, ich kann dann gleich nur noch kriechen mit ihm. Er ist total durch und kriecht einfach mal. Und hat kein Öl mehr. Na komm. Und hat kein Öl mehr, genau. Ich darf da durch die Dunkelheit kriechen. Ja, es fehlt immer noch ein Rohr, würde ich sagen. Ja, das ist auch richtig, aber wir haben keine Rohr. Wir können seine Rohr. Ja, und? Ich schließ dich an das Rohr an. Geh doch mal in die Leichenhalle. Sag mal, wenn du durch bist, dann kannst du googeln. Aber das heißt nicht, dass du jetzt ineffizient arbeiten kannst. Nimm das Rohr, was wir da kaputt gemacht haben. Das hängt immer noch in der Wand. Meinst du, das geht ab? Ja, wir haben Hammer und Meißel. Wir meißeln da mal eben die Podest mit. Geh doch mal in die Leichenhalle. Nein. Ich fand's da drin so gut. Nein. Ich könnte wetten, wir müssen wieder in die Leichenhalle. Nein. Wir gehen wieder in den Steuerraum, weil es da ruhig ist. Und da ist ein bisschen Blut. Und einen kaputten Kopf haben also wir ich da. Hoffe zumindest. Ein angebohrter Kopf. Ja, ist ein angebohrter Kopf nicht kaputt. Und dem Albtraum, wenn es nehmen wollen. Er ist absichtlich verändert. Okay. Das ist nicht kaputt. Er wurde optimiert. Er wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Und mit einer Zapfanlage versehen. Das sieht übrigens besser. Och, ist das schade. Ja. Hier vibriert immer noch alles. Versuch doch mal den Kasten da aufzumachen. Es ist schon lange kein rotes Glibberzeug mehr gewachsen. Kein was? Immer wenn du irgendwo nie wieder hin musst, wächst da eigentlich so rotes Glibberzeug. Ich hab das im Auge. Ach, die Tür, ich hab gerade überlegt, welche Tür sind das? Ja. Hör auf zu randalieren, das ist mein Job. Hä? Nein, das will ich auch. Ich will auch. Ja, der hat auch schon alles abgesucht. Ich glaube nicht, dass da noch viel ist.
kannst du erstmal die Tür aufhalten mit ein paar Stapeln. Ja, aber dann hätte Benita doch nicht die Kugel basteln müssen. Dann hätten wir sie vielleicht auch mit dazu bekommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir da noch irgendwas geben müssen. Guckst du mir gerade zu? Ich sollte einen Schutz. Klar, der steht dahinter. Hallo. Ah, interessant. Ja. Das ist auch meine Idee. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Du lässt dich dir jetzt das Hirn raussaugen. Das geht nicht. Nein, geht schon. Du musst nur ganz hoch hinlegen. Ich habe das Spiel gerade gesehen. Ich spiele dich, was wir so vorne sind. Ja. Du bist so hektisch. Dinge klappen nie, wenn man hektisch ist. Warum bist du eigentlich so hektisch? Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ja, klappt doch. Wunderschön. Jetzt müssen wir die Kugel be drauf, beautiful. Da. Ja, da war irgendwas. Wo? Aus der Tür. Rechts. Da hast du eine Hand gekriegt, noch weiter rechts. Irgendwo da in der Umgebung hast du gerade eine Hand gekriegt als Zeichen. Eine Fackel. Vielleicht wegen der Fackel? Da hängt nur eine Fackel. Und sie wäre noch zu nah an der Tür. Scharade. Hör auf, ist ein Bild zu verpassen. Scharade. Wer spielt Scharade? Wir mit dem Monster? Oh ja, das ist... Ah, cool. Ich springe mal auf das Rohr und lauf einmal aus. Ah, ja, ist ja der Super. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Aber die Idee war da, das reicht schon. Aber der will jetzt sehen. Ja, eben, das zeigt Initiative. Ja, aber was soll das denn bringen? Da ist da nicht Spaß. Was ist Zeitschinderei? Ja, aber mit Sicherheit. Schau mal außen rum, vielleicht ist da wirklich... Also, das ist Zeit. Hängt gleich so ein Rohr. Also, da hängt so ein Rohr. Nimm ich mit. Geil, guck mal nach links, bitte. Achso, schon gut, kannst weitergehen. Einfach so. Ja, ja, ich dachte, ich hab gerade. Ich leite den durch die Löcher, durch die große böse Arme. Durch die große Reservat? Ja, in 2 Minuten bin ich dran, dann kann sie da googeln und ich kann wieder ihre Befehle ausführen. Mal, mach nur mal ein bisschen das Lämpchen an, der Mann hat noch zu viel. Ja, dann muss es wieder ich so, auf dich hören. Dann muss es wieder so sein, dass ich die Lampe anmache und dann ist es sofort leer. Da warst du derjenige, der sie leer gemacht hat. Ja. Hauptsache ich bin schuld. Da fehlt ein Rohr, es versteckt sich. Na, 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 na. Es leidet keine. Ja, wirf mal die große Kiste da oben ins Zahnrad. Dann zerspringt sie und das ist Rohr. Also, wenn das jetzt passiert, dann trinke ich einen. Ja, ich auch. Du bist doch bescheuert. Jetzt bin ich enttäuscht. Meistens sind die bescheuerten Bemerkungen eigentlich die richtigen, die wir vorhin mit dem Bohrer gemerkt haben. Ich triffst nur einfach. Ich dachte mir so, mach mal einen Spaß. Und mach mal einen Spaß. Und dann bohrt er in den Kopf. Von unten direkt. Ja, dann fällt es auch nicht drauf. Ich weiß mal noch, warum das Spiel ab 18 ist. Man hat eine Leiche in den Kopf gebohrt. Das dürfte der einzigste Grund sein. Ja, wunderbar. Mach mal die Kerze an. Und dieses Bild. Und du stirbst nicht wieder. Warum hast du die Lampe? Guck mal da in der Ecke hier. Also, guck mal unter der Treppe da. Links, hinter dir, da unten der Treppe. Wir haben eine unter der Treppe Phobie. Da ist ja irgendwas unter der Treppe. Ich weiß es. Das ist einfach was. Nur ein Vorsprung. Das ist einfach nur Dreck. Einfach nicht da besser. Die Putzfrau nicht vernünftig gearbeitet. Da hat sie nicht vernünftig unter der Treppe gearbeitet. Das wäre mal ein Großauftrag für ein Putzteam. Ja. Los. Und einen Kammerjäger können wir auch gleich rein. Kammerjäger, ich sehe überall Kakerlaken. Das sind bestimmt keine Statisten. Das müssen Hauptcharakter sein. Das Lämpchen. Ja, okay, in dem Raum ist es. Ja, Dennis hat kein Problem. Die habe ich noch. Wie viel Zeit, ne? Achso. 9. Ach, ja, geh schon mal hin. Du musst den Stuhl wieder umbauen. Ja, das stimmt. 4, 3. Und du googelst jetzt, damit ich deine Befehle ausführen kann. Ecke. Na. Okay, reicht. Also wir sollten uns das nächste Mal nicht darauf vorbereiten, das ist viel lustiger. Was mit dem Zählen? Nein. Der Klingelton hat was, der ist so spacig. Oh, danke sehr. Bitte. Das ist auch zu charmant.
Schleimer. Wir sterben viel zu selten. Ja, das ist richtig. Ja, bei mir wird sich das nicht ändern, das weißt du. Spring mal ein paar Mal von der Leiter runter. Hier, du siehst, jetzt ist gerade gelbes Licht am Gehirn und da steht gleich die Kopfschmerzen. Okay. Vorhin da war als Glas klar, oh guck mal, das Öl ist immer noch viertel voll. Das Herz wird größer, je schlechter es dir geht. Ja. Schaut da so ein Dröhnen im Kopf. Jetzt war das so ein Chaos angerichtet. Ja, Entschuldigung. Ich bin von der Leiter gefallen. Achso. Dass ich da schnell bin. Korrektur der Bude von der Leiter gefallen. Einfach den Luxus genießen, Öl zu haben. Gut, wir brauchen das Rohr, aber ich denke, ich habe den Luxus irgendwie nicht weiter. Drei. Was, drei? Rohre? Drei Hepf. Und der sagt uns dann impfen? Ja, haben wir. Und dann in die Kanalisation. Wo geht's da dann? Die große Tür vielleicht? Ah, ja, das kann ich. Ist die vielleicht offen inzwischen? Wir haben ein Draht abgebrochen. Ja, super. Und uns geimpft. Ja, aber das spielt vielleicht hat Hans-Peter ja auch frei gemacht. Dann jetzt. Hm? Vielleicht hat Hans-Peter ja auch die Tür. Hans-Peter hat die Tür aufgesperrt. Ja. So, dann laufst du jetzt durch, du bist geimpft. Ich bin geimpft, geh durch. Ich kann jetzt noch nichts mehr machen. Ich bin vom Gesundheitsamt, tut mir leid, ich muss das kontrollieren. Oh nein, bitte nicht. Hey, hör auf, dich drauf vorzubereiten. Wenn Sina sagt, du solltest mir Anweisungen geben wie beim letzten Mal. Ja, geh mal geradeaus, Leute. Und okay, mach ich. Ganz nett. Und renn dann ganz schnell wieder zurück. Wie zurückrennen? Oh. Oh, das ist ja, aber schade. Was gesagt, geht in die Kanalisation. Ja, das ist vielleicht da oben rechts. Ja. Zu, nee, das da, ist die Zisterne, oder? Das ist Zisterne. Ja, genau, was ist denn da mit der Brücke? Das ist die Brücke, ja. Ja, stimmt. Jetzt ist das Vieh wahrscheinlich da. Richtig. Warte mal, wo war links oder rechts? Rechts, ne? Ja, da hat da davor eine Stein. Wie beeil dich. Also so fangen wir hier gar nicht an. Da, wo die Leichenhalle ist, da ist es nicht. Hier, geht dahin, wo wir vorhin das Öl gezapft haben und die Treppe runter. Und betreten ist die Treppe, kann man jetzt auch. Ja, aber. Ja, da ist aber noch Wasser. Ja. Da komme ich noch nicht vorbei. Wir müssen mal zu der Brücke. Ja, da, hier haben wir noch nicht alles fertig gemacht. Hinter der Brücke, die wir runterlassen. Zisterne, hier ist viel Wasser. Da ist noch ein Raum, der Zisterne ist. Die Brücke, die muss runter. Dahinter ist noch ein Ventil. Das muss auch. Wir müssen irgendwas finden, was wir gegen die rostige Kette werfen können. Ja. Können sich den Arm abschneiden und ihn werfen. Noch ein bisschen mehr quietschen die Tür. So, gucken wir noch mal, ob unser Kumpel da ist. Also jetzt nicht, aber ich brauche jetzt eine Treppe. Das ist mir hier definitiv zu dunkel. Ich du hast immer noch Öl. Ach ja. Ich hab Öl? Ich hab Öl! Ich hab Öl! Schauen wir noch mal, was das Wasser so sagt. Gar nichts. Da drüben. Der Typ kann ganz schön lange die Luft anhalten, findet er nicht auch. Wenn ihr ins Wasser fallt, ist das nicht weiter schlimm. Schlechtestens falls werdet ihr vom Wassermonster gejagt. Also hier gibt es eins. Aber das hat mich noch nicht irgendwie noch nicht so wahrgenommen. Es ist noch ein bisschen dark hier drin. Ihr erreicht die Brücke, geht jetzt darüber. Da ist eine Truhe, geht wieder zurück über die Brücke und nach rechts und springt über die Lücken. Genau, das war das, was wir vorhin gemacht haben. Was sagt? Muss doch weiter. Nein. Ja. Kannst du bitte mal so lesen, dass ich es verstehe? Ich verstehe alles. Brücke, Wasser, Monster. Ah, sucht euch einen Stein und werft ihn auf die Kette. Auf die was? Die Kette. Brücke. Auf die Kette. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Da hinten ist doch die Brücke. Nein, die ist auf der anderen Seite. Die ist auf der anderen Seite. Links, du musst gleich nochmal ganz lang durchs Wasser laufen. Ja. Da, jetzt genau gerade. Ja, da. Okay. Oh Gott. Ja, okay, jetzt habe ich mich erschrocken. Ah. Würde ja auch noch. Die ganze Zeit. Der Typ in der Kiste. Der Typ in der Kiste. Oh, ein Stein oder fünf. Mindestens zwei. Na, sich beruhigt, Kollege. Der Kopf dröhnt und nein, das sieht nicht so aus. Ja, aber es wird nicht besser. Nimm den Stein und rollen den in die Kette. Jetzt ist das Wassermonster. Einmal geprüft. Okay, das mach Handy aus. Das ist deprimierend. Ja, ehrlich, du.
Fuckers. Okay, wir probieren von jetzt an alles aus, was irgendjemand scherzhaft sagt. Mach doch die Lampe kurz an. Ich hab das ernst gemeint. Ja, aber bei dir weiß man sowas nie. Ey!